Machst du dir hin und wieder Sorgen, du könntest zu viele Stunden am Tag mit Netflix, Social Media oder YouTube verbringen? Dann bist du damit nicht allein. Im Jahr 2021 veröffentlichte eine britische Studie Zahlen über die Mediennutzung. Das Ergebnis zeigte, dass der durchschnittliche Erwachsene täglich im Schnitt 5 Stunden und 40 Minuten damit verbringt, Fernseh- und Streaming-Inhalte anzuschauen. Diese tägliche Reizüberflutung sorgt in unseren Gehirnen für eine extreme Ausschüttung von Dopamin. Mit dramatischen Folgen. Denn zu viel leicht verfügbares Dopamin macht uns auf Dauer träge, motivationslos und gleichgültig. Doch keine Angst, du musst nicht sofort deinen Fernseher und Smartphone aus dem Fenster werfen und den gesamten Abend nur arbeiten und meditieren. Denn was vielen Menschen am meisten fehlt, sind echte Alternativen. Aktivitäten, zu denen sie sich natürlich hingezogen fühlen und zwischen denen sie hin und her wechseln können. Damit die Abende nicht in völliger Langeweile enden, sondern stets frisch, unterhaltsam und gehirnfördernd bleiben. Deswegen erwarten dich im kommenden Video 10 Dinge, die du tun kannst, anstatt einen Serienmarathon auf Netflix zu durchlaufen. Es ist grundsätzlich nichts Verkehrtes daran, sich einen spannenden Film oder eine Serie anzusehen. Wie bei allem gilt jedoch auch hier, die Dosis macht das Gift. Anstatt den gesamten Abend vor dem Bildschirm zu verbringen, kannst du zunächst bewusst einen Teil davon nutzen, um dir, deinem Körper und deinem Gehirn einen Gefallen zu tun. Du wirst sehen, wie schnell du Verbesserung sehen wirst, mehr Energie hast, dich intelligenter fühlst und auch die Beziehung zu deinen Mitmenschen positiv beeinflusst. Erstens, eliminiere die Ablenkung von morgen. Anstatt tagsüber gegen Ablenkung anzukämpfen, versuche deine Impulse vorauszusehen. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, bevor du zu Bett gehst, um die Ablenkung von morgen zu beseitigen. Das kann so einfach sein, wie den Schreibtisch aufzuräumen, deine Arbeitsmaterialien vorzubereiten oder sich 5 Minuten Zeit zu nehmen, um den Tag zu planen. Wenn du alle Ablenkungen schon am Abend zuvor eliminierst, wirst du feststellen, wie einfach es sein kann, fokussiert zu bleiben. Zweitens, befreie deinen Kopf von offenen Loops. Der Verstand ist dazu da, Ideen zu haben, nicht um sie festzuhalten. David Allen. Nicht alle Ablenkungen kommen von außen. Was uns am meisten ablenkt, sitzt oft zwischen den Ohren. Befreie deinen Kopf von unerledigten Dingen, Plänen, Sorgen und Grübeln. Erstelle eine To-Do-Liste, trage alle Termine in deinen Kalender ein oder mache einen 5-Minuten-Braindump. Das Aufschreiben deiner Gedanken verhindert, dass all die Themen in deinem Kopf von heute dich auch morgen noch belasten werden. Wie Chris Bailey in seinem Buch Hyperfocus schreibt, ein leeres Gehirn ist ein produktives Gehirn und je mehr Zeug wir aus unseren Köpfen bekommen, desto klarer denken wir. Drittens, füttere dein Gehirn nicht mit Fastfood. Reality-TV, Talkshows oder Promi-Klatsch sind wie Fastfood für unser Gehirn. Genau wie Fastfood sind Trash-Sendungen von geringer Qualität, schlecht produziert und bieten absolut keinen Mehrwert. Und obwohl sie wissen, wie schlecht es ist, konsumieren Menschen es trotzdem. Wenn du aufhörst, Fastfood zu essen, wird dein Körper das realisieren und dich mit Vitalität, gesteigerter Energie und Gesundheit belohnen. Genauso wird dein Verstand sich weiterentwickeln, wenn du damit aufhörst, die Trash-Sendungen reinzuziehen. Wie schon erwähnt, musst du dabei nicht komplett auf Unterhaltung verzichten. Sei aber wählerischer, was die Qualität betrifft. Ein guter Film, eine Dokumentation oder ein wertvoller YouTube-Kanal bietet dir jede Menge Mehrwert, anstatt dich oberflächlich zu berieseln. Und wenn wir gerade bei wertvollen YouTube-Kanälen sind, abonniere doch gerne unseren Kanal, wenn dir dieses Video gefällt. Viertens, widerstehe dem Drang, dich den ganzen Abend abzulenken. Der Abend sollte eine Zeit der Ruhe und der Entspannung sein. Heutzutage herrscht hiervon ein klarer Mangel. Sobald wir von einem harten Arbeitstag nach Hause kommen, beschäftigen wir uns wieder damit, die sozialen Netzwerke und die neuesten Nachrichten zu checken oder Netflix anzuschalten. Anstatt unser Gehirn auszuruhen, lenken wir unser Gehirn mit mehr Input, mehr Information und mehr Stimulation ab. Ich weiß, dass es nicht realistisch ist, jeden Abend alle elektronischen Geräte zu eliminieren. Das ist auch nicht das, was du unbedingt tun sollst. Es ist nichts falsch daran, Dampf abzulassen und Spaß zu haben. Allerdings sollte diese Art von Freizeit nur einen kleinen Teil bilden. Setze mehr auf qualitative Freizeit. Achte darauf, wirklich zur Ruhe zu kommen und deine Energiespeicher aufzuladen. Fünftens, führe einen festen Brettspielabend ein. Wann hast du das letzte Mal ein Brettspiel in der Hand gehabt? Laut Digital Detox-Expertin Tanja Gooding bringt dich das Spielen von Brettspielen in einen Flow, einen meditativen Zustand, in dem sich dein Gehirn erholen kann und deine Atmung und Herzfrequenz verlangsamt. Darüber hinaus produziert das Gehirn in diesem Flow-Zustand jede Menge Glückshormone. Deswegen fühlen wir uns nach Spieleabenden fröhlich und lebendig. Wieso solltest du dieses Gefühl also nicht mindestens einmal pro Woche spüren? Sechstens, rufe deinen Freund an, anstatt ihm zu texten. Untersuchungen zeigen, dass Texten zwar eine Illusion von Nähe erzeugt, aber tatsächlich die Stabilität und Zufriedenheit einer Beziehung verringern kann. Engen emotionalen Kontakt bauen wir über persönliche Gespräche auf. Greif hin und wieder zum Hörer und rufe deine Freunde an.
Du wirst sehen, wie ein einziges Gespräch dich in einen komplett anderen Gefühlszustand versetzen kann. WhatsApp und andere Messenger haben definitiv einen hohen Nutzen, wenn es darum geht, Informationen schnell zu übermitteln. Doch für einen echten, bindenden Kontakt geht nichts über ein persönliches Gespräch. 7. Lies etwas Unterhaltsames. Das Lesen von fiktiven Geschichten ist eine der effektivsten Möglichkeiten, Stress abzubauen. Dabei zeigten Studien, dass der Stresspegel dabei nachweislich um 68% sinkt, was sogar höher ist als Musik zu hören, spazieren zu gehen oder Tee zu trinken. Die meisten von uns sehen das Lesen als ein Werkzeug, um etwas zu werden, wie produktiver, schlauer oder interessanter. Aber wie Bestseller-Autor Matt Haig einmal schrieb, Lesen ist nicht wichtig, weil es dir hilft, einen Job zu bekommen. Es ist wichtig, weil es dir Raum gibt, um jenseits der Realität zu existieren, die dir gegeben wird. 8. Sei mal ausnahmsweise nicht erreichbar. Plattformen wie WhatsApp und Co. haben unsere Kommunikation grundlegend verändert. Weltweit können wir uns kostenlos, einfach und instant mit anderen austauschen. Und mit genau dieser Leichtigkeit haben wir die ungesunde Erwartung entwickelt, dass wir immer da sein müssen. Immer sofort ans Telefon gehen, sofort zurücktexten, sofort die E-Mail beantworten. Befreie dich von diesen unrealistischen Erwartungen und hol dir so die Macht über deine Verfügbarkeit zurück. Wenn deine Freunde wirklich Freunde sind, werden sie verstehen, dass du deine Zeit und deinen Freiraum brauchst. Und falls nicht, solltest du dir Gedanken darüber machen, ob dein Umfeld einen positiven Einfluss auf dich hat. 9. Entferne alle Bildschirme aus dem Schlafzimmer. Jeder Raum dient einem bestimmten Zweck. Eine Küche dient zum Kochen, ein Esszimmer zum Essen, ein Büro zum Arbeiten, ein Wohnzimmer zur Unterhaltung und ein Schlafzimmer zum Schlafen. Je besser wir jeden Raum für seinen Zweck nutzen, desto produktiver werden sie. Nutze dein Schlafzimmer, um zu schlafen und entferne alle Arbeitsgegenstände, Laptops, Smartphones und Fernseher aus deiner Schlafumgebung. 10. Schreibe jeden Tag eine Zeile. Schreiben ist einer der besten Wege, überhaupt seinen Gefühlszustand zu beeinflussen. Wer sich aber vor langen Tagebucheinträgen überfordert fühlt, kann eine ganz besondere Technik des Journalings testen. Im Gegensatz zu langen Texten und tiefen Einblicken geht es bei dieser Technik darum, nur eine Zeile am Abend zu schreiben. Durch diesen sehr überschaubaren Arbeitseinsatz ist das für absolut jeden sofort umsetzbar. Die Effekte dadurch sind dennoch erstaunlich. Es ist eine großartige Möglichkeit, die letzten Gedanken des Tages niederzuschreiben und mit einem freien Kopf und vollem Fokus in den nächsten Tag zu starten. Das Journaling ist dabei nicht nur abends eine wundervolle Gelegenheit, um den Kopf frei zu bekommen, sondern kann dir vor allem auch morgens dabei helfen, deinen Tag in die richtige Richtung zu lenken. In der Beschreibung unter diesem Video habe ich dir deswegen ein kurzes 5-Minuten-Journal verlinkt. Daran enthalten sind 5 Fragen, die du dir jeden Morgen beantworten kannst. Durch das Aufschreiben der Antworten richtest du deine Gedanken und somit dein Handeln auf Erfolg aus. Mache daraus eine tägliche Routine und du wirst schon innerhalb kürzester Zeit deutliche Resultate sehen, was deine Produktivität, deine Disziplin und dein Selbstbewusstsein betrifft. Hast du noch weitere Aktivitäten, die du abends gerne machst, anstatt Netflix zu schauen? Schreib gerne deine Tipps in die Kommentare. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.